teste für euch 5 verschiedene Blushes und rate sie. Ich verwende das Laura Mercier Blush in der Farbe Peach. Es ist die perfekte Peach Color, nicht zu dunkel, nicht zu hell. Ich muss euch ehrlich sagen, dieses Blush 10 von 10. Liebe ich sehr. Jetzt kommen wir zum zweiten Blush. Das ist von Revolution und ist in der Farbe Neon Pink. Ich mag sehr an dem Blush, dass es nicht so in your face ist. Kleiner Trick. Bisschen was auf meine Lippen. Das ist das Ganze matt. Und wie raten wir dieses Blush? Diesem Blush würde ich auf jeden Fall eine 7,5 von 10 geben. Next Blush ist das Catrice Air Blush Glow. Es ist super pigmentiert. Lässt sich auch wirklich schön verblenden. Diesen Preis ist der Blush so gut. I love it so much. Ich rate das Ganze mit einer 9,5. Das nächste Blush ist von Kiko Milano. Smart Color Blush in der Farbe 06. Der Blush schaut sehr, sehr dunkel aus. Es ist richtig so ein rostiges Orange. Ein mattes Blush und es hat keinen Schimmer. Ich finde es sehr, sehr schön. Es gibt so einen richtigen bronzy Look. Ich werde dem Blush 8 von 10 Punkten geben. Auf dieses Blush freue ich mich ganz besonders. Das Prism Libre 4 Color Loose Powder Blush. Das ist eine richtig schöne Farbe. Ich finde, es hat Peach sowohl wie auch Rosé drin. Diesen Blush würde ich eine 8,5 von 10 geben.